die Zählung beendet? War Bene. Tötet ihn! Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. So einfach geht das. Zu Gast in Rom. Als Träger der Truppe verkleidet, die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktion der Wachen könnten helfen, den richtigen Weg zu finden. Ja, ich stelle mir das schon ziemlich dämlich vor. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Bald sind wir hier fertig. Ja, nur wo müssen wir lang? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Und hier lang? Wird sich das realistisch an für euch? Jetzt machen wir Zeit. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Nein. Wir sind auf Kurs. Ja. Will ich auch sagen. Wir sind hier schon richtig. Also vertraut mir, ich weiß, wo es hingeht. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ja, werden die schon. Wir müssen nur noch den Weg finden. Ein Spazier. Er geht in die falsche. Jetzt. Bald sind wir hier fertig. Wer behauptet hier, ich würde in die falsche Richtung gehen? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ich wollte schon sagen, das klappt schon. Keine Sorge. Jetzt machen wir Zeit gut. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Nein, hab ich nicht. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Das wird hier schon richtig sein. In diese Richtung. Ihr wisst schon, dass der Assassine euch in naher Zukunft ausweitet. Jetzt, wir sind fast da. Diejenigen, die ihr nicht erschlägt. Ist das nicht die falsche Richtung? Ja, ich wollte nur... Ich hab da was gehört. Mehr war das nicht. Ich wollte dem nur nachgucken. Was hinterfragt ihr auch im Vorgesetzten? Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Mit Verlaub, Signore. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Wo lang denn? Egal, wo ich gerade hingehe, es ist falsch. Er geht in die falsche Richtung. Signore, geht es euch gut? Ja, mir geht's fabelhaft. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ja, also. Hä? Warum wollten die mich denn beim ersten Mal hier nicht lang gehen lassen? Wir sind, glaubst du, er hat vergessen. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja, ihr wisst doch, wie das Spiel hier läuft. Ich lauf mal dahin, mal da und schon sind wir da, ne? Signore, geht es euch gut? Ja, ein bisschen Husten. Aber sonst, Dala, sag mir bitte Dala. Einfach über die Brücke, ja? Wir sind fast da. Ja. Weiter. Warum muss ich eigentlich das hier schleppen? Wenn ich doch hier der Oberhäuptling von euch bin. Ja, weg, Bürger. Und jetzt? Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Ups. Rein und raus, dem Geldbankier folgen, dann Bankier eliminieren und dann fliehen. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Oh, das war's schon. Ah, nee, gar nicht wahr. Es geht jetzt weiter. So, meine lieben Huren, folgt mir. Wunderschöne Frau. Wenn ich erkannt sehe, glaube ich, das Paradies auf Erden zu sehen. Ja, das mag sein, aber es sind meine Huren. Und ich folge nur dem Geld. Aber was für ein Pech aber auch, dass in dem Moment, wo wir gerade ankommen, jemand ankommt und sagt, jemand hat Luigi ermordet. Und? Vorsicht vor den Wachen, nicht, dass sie uns direkt hier... eine Abzwiebeln von unseren netten Huren oder teure erkauften Frauen. Oh, warum? Ich dich aus der Gosse holen.
Die waren noch nicht mal in der Nähe. Ah, hier werden wir es aber für wahrscheinlich benötigen. Naja, habt viel Spaß. Ich glaube, ich bin da. Wir sind da, oder? Denn die Leute sind hier schon am Feiern, am Saufen, mit Masken. Was für eine Maske hat der? Eine Knochenmaske. Muss die nicht stinken? Ich weiß ja nicht, wie... Ach, egal. Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Kein Grund, nervös zu sein, oder? Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal da anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Ja, dürfen wir töten eigentlich? Weil dann würde ich das hier mit dem machen. So ungefähr halt, ne? Ja. Sprengen wir kurz in den Busch. Und? Könnt ihr nicht ein bisschen schneller gehen? Warum seid ihr immer so lahmarschig? Verstecken uns kurz hier. Mir alle diese komischen Masken aus Knochen. Okay, die jetzt weniger. Naja, die hat aber die, generell wenig an. So, nochmal ein paar Huren. Um uns toll zu fühlen. Aber hauptsächlich natürlich ungetan. Das sind meine schönen Frauen. Oh Gott. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und? Weggetrieben. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borch. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Hm. Direkt alles klauen. Nicht schlecht, die Dame. Ich hab euch gekauft. Was soll das? Ich habe die doch gekauft, die Huren. Warum gelten die? Ich hoffe, in Revelations wird alles besser. Anheuern. So. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die kleinen Dinge im Leben machen die Macht so lang. Wenn ich einen Apfel sehe, dann pflücke ich darauf. Okay. Niemand hält mich auf. Ja, sicher. Kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kerl. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei bei dir. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht bleibst. Oh. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange... Tja, die ist wohl in einer glimpflichen Lage. Würde ich mal so leicht behaupten. Wie? Aber... Ich sehe ihn! Los! Die Frage ist, wie ihr mich gesehen habt, um die Ecke, durch die Wand. Das ist unfassbar. Ich nehme jetzt jede Hure mit, die ich holen kann. Aber jede, wirklich jede. Sieht man. Ja, lass mich weitergehen. Niemand hält mich auf. Nun, komm darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. So, euch nehme ich auch. Meine nicht. Und so. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei.
Was seid ihr denn für Hure? Was? Das Spiel ist echt zu inkompetent gerade. Ich versuche mich wirklich jetzt zu konzentrieren, was man eventuell auch bei meinem Verstummen hört. Aber das ist hier. Ich kann nicht mehr. Das ist wirklich unglaublich. Das ist nicht nur unglaublich, es ist sogar unfassbar. Ich brauche eine kleine Pause. So, nach einer kurzen geistigen Pause machen wir ein bisschen weiter. Oh Gott, ihr wisst nicht, wie psychisch ich am Ende war. Oh, die gehen ja schon weiter. Da sind wir wohl ein bisschen langsam. Ah, jetzt haben wir wenigstens die Zeit, uns mehr oder weniger dementsprechend zu organisieren und zu koordinieren. Macht mal. So. An denen sind wir jetzt auch vorbei. Und können jetzt mit diesen Nutten die hier ablenken. Ich muss doch auch von etwas leben. Und da sind wir. Müssen nur aufpassen, dass jetzt nicht noch so eine Wache von der Seite eine Wache vorbeigeschossen kommt. Aber Leute, es gibt so Momente, da denke ich mir einfach nur, warum? Da denke ich mir echt einfach nur, warum? Es hat alles perfekt funktioniert. Alles hat perfekt geklappt. Wir sind mit niemandem zusammengeschossen. Und dann kommt einer, behindert uns beim Weitergehen. Wir werden geschubst, in die Wache reingeschubst und werden dann angegriffen. Wie? Wie? Wieso überhaupt? Warum ich? Warum von allen ich? Okay, achten wir darauf, dass wir schneller gehen. Ihr da. Okay. Wir nehmen dann die hier. Ja, ja. Schubst euch mal ein bisschen herum. Dann kommen wir an denen hier vorbei. Kurz da ein bisschen rum. Vorsicht. Haben dich gerade teleportiert. Okay, jetzt kommt das Schwierige, wo wir bis gerade eben versagt haben. Vorwärts, 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 vorwärts. Da, das waren die Probleme des Anstoßes. Aber jetzt sind wir durch. Ah, da ist der werte Herr Cesare. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Der hatte sich was vorgenommen zum Feiern. Rodrigo. Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Mehr oder weniger kommt mit Rodrigo in dieser Szenerie, wie soll ich es nennen, sympathisch rüber. Generell, Rodrigo finde ich als Charakter richtig geil gemacht. Der ist richtig super geworden. Okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier hinkommen. Was haben die mit der Nutte gemacht?
umgenutzt? Wir haben nur leider... Wir haben eine Giftklinge. Eliminieren Sie... Werner, ihr kennt mich nicht. Okay, er wird hier vorbeikommen. Nutzen wir das aus, wenn er wiederkommt. Wir hoffen, er kommt wieder. Ich glaube, die haben die Nutte einfach vergiftet. So wie wir es mit ihm vorhaben. Ah, da ist auch nochmal eine Anhäufung von Konkubinen. Die könnten wir uns eigentlich ausschnappen. Oder wir warten jetzt einfach. Vor allem, dass wir hier definitiv nicht auffallen. Du bist unser. Tut mir leid, du bist tot. Ja. Kann das doch ein bisschen schneller gehen? So viel zum Thema Gift. Manchmal möchte ich mich einfach nur in die Ecke stellen und weinen. Definitiv einfach nur weinen. Weinen, bis mein Körper keine Flüssigkeit in sich hat. Bis alles Wasser raus ist. Ach Gott. Machen wir es so. Wir machen jetzt nicht nur einen auf richtigen Turner. Wir werden ihn auseinandernehmen. Okay. Nehmen wieder das Gift. Wobei, ich kann ihn eigentlich ja direkt so töten. Ich sehe nicht, wo das ein Problem sein sollte. Ich könnte ihn auch mit der Armbrust erlegen. So many opportunities. Ich werde einfach warten, bis er jetzt wiederkommt. Wir werden ihn jetzt mit dem Gift ausschalten. Das habe ich jetzt so geplant. Während er nach dahin rumtollt, werden wir den gleichen Weg wieder zurücknehmen. Und von da hinten gucken, wenn nötig, vom Heuwagen aus, wie es weitergeht. Und das war unser Auftritt. Vollführen wir. Wir warten von hier. Wenn etwas schief gehen sollte, haben wir direkt die Möglichkeit, nach da in den Heuwagen zu hüpfen. Okay, die Leute hier gehen schon mal nicht weg. Er klatscht sich schon hinten mit den Wachen. Selbst wenn er nicht getötet wird und die Wachen einfach nur zugucken. Er wird getötet durch das Gift. Also sterben wird er. Definitiv. Dafür haben wir gesorgt. Jetzt stirb. Stirb schneller. Es bewegt sich kaum noch. Ich glaube, jetzt ist es tot. Und es war wohl kein Multiplayer-Charakter. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Und wir haben ihn aus der Sicherheit heraus getötet. Ich finde das richtig cool, dass er jetzt nicht einfach quasi so aufsteht und weggeht, sondern, doch, warte, das, genau das hat er ja gerade gemacht. Ich meine aber, dass er halt, die Augen von dem verschließt und dann ist quasi Ende. Nein, jetzt steht er halt auf, ne? Das ist, was ich damit ausdrücken wollte. Ja, ich denke, wir haben keinerlei Probleme mehr. Jetzt klettern wir schnell hier hoch. Ezio, klettern! Klettern, Ezio! Klettern Sie schneller!
Und wir haben es geschafft. Er ist Geschichte.